Wir freuen uns mega, dass wir so viele helfende Hände haben. Ja, und die kommen an und die Patienten, die freuen sich wirklich dann darüber. Ne? Ist was Farbenfrohes da und wie gesagt, die sind nicht unnütz, sondern wir eben wirklich zur Lagerung eben mit, nicht nur als Kuschelkissen benutzt. Nein, allein zum Kuscheln sind diese speziellen Kissen leider nicht gedacht. Die charakteristische Herzform hat sogar einen recht ernsten Hintergrund. Dass das wie zwei, wie praktisch wie zwei Flügel sich gut unter die Arm, unter die Achsel einfügt und die Narbe entlastet bei den Brustkrebspatienten. Ja, sodass also der Druckschmerz ein bisschen gemildert wird. Denn statistisch gesehen erkrankt jede achte Frau in Deutschland im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs, Tendenz leider stark steigend. Nach der oftmals notwendigen OP verschaffen die Herzkissen den Patientinnen Linderung. Doch weil die Krankenkassen dafür nicht zahlen, beschlossen vier Frauen vor gut einem Jahr, dagegen etwas zu machen. Angefangen haben wir eigentlich so in einer kleinen Gruppe, mehrfach im Wohnzimmer von einer von uns. Und haben dann doch irgendwann gemerkt, also wir könnten, wenn wir ein paar mehr wären, also einfach auch mehr produzieren, weil der Bedarf und die Freude an den Kissen ist auf jeden Fall da. Und dann hat sich Jacqueline eben eine Möglichkeit überlegt, zusammen mit der anderen Mitorganisatorin, die leider nicht da ist, wie wir uns einfach ein bisschen breiter aufstellen können, dass wir mehr werden und auch mehr Output haben. Das klappte schon im letzten Jahr ziemlich gut und nun bei der zweiten Auflage in Blankenfelde-Marlow verschlug es selbst den Organisatorinnen fast die Sprache. Über 20 fleißige Helferinnen schnitten, stopften und nähten nahezu im Akkord die herzförmigen Schmerzlinderer. Und zweifellos auch Seelentröster. Sogar auch eine Mitarbeiterin von einem Krankenhaus hier, die uns auch nochmal bestätigt hat, dass die wirklich dringend gebraucht werden und eben auch viel Freude machen. Also es ist ja nicht nur die medizinische Funktion, das könnte man ja auch einfacher haben. Als sondern Trostspender. Genau. Ja, es sind auch genau Seelentröster mit den schönen Stoffen. Verspielt sind aber nur die Farben. Die handarbeitliche Fertigung der Herzkissen folgt genauen Kriterien. Wir haben die Schnittvorlage, nach der zugeschnitten wird. Dann haben wir Waagen auf den Tischen, wo wir abwiegen können, wie viel Füllwatte. Es sind ungefähr 120 Gramm, ist das richtig? Ja. Genau, das wird abgewogen, dass also nicht zu viel und nicht zu wenig in so Kissen reingehen. Und auch wie dann diese Öffnungsnaht noch zugenäht wird, haben wir auch Muster. Also es wird wirklich nach Plan genäht. Nach einem genauen Plan verläuft jedoch nicht nur der Nähaktionstag selbst. Auch im Vorfeld gibt es eine ganze Menge zu erledigen. Wir sind eigentlich seit Wochen am Organisieren. Vornehmlich Jacqueline, die sich um die Öffentlichkeitsarbeit gekümmert hat. Und Claudia und Viola haben sich um die Organisation gekümmert. Das Schnittmaterial musste eingesammelt werden. Da sind wir alle durch die Gegend gefahren und haben Spenden eingesammelt und auch eingekauft von gespendetem Geld. Und wer nicht am Aktionstag selbst mit anpacken kann, hilft auf andere Art und Weise. Ich selber habe einen Brustkrebsfall in der Familie gehabt und es ist mir sehr wichtig, Frauen zu unterstützen. Und das sind die Initiatoren, hier sind vier Freundinnen von mir und da ich selber keine Zeit habe, weil ich jetzt gleich in meinen Laden fahre, habe ich mir gedacht, ich muss anders unterstützen, nämlich mit Geld spenden und ganz viel Aufmerksamkeit auch in der Öffentlichkeit erreichen dafür. Eine Öffentlichkeit, die auch zu überraschenden Begegnungen führen kann. Das Achenbach-Krankenhaus Königs Wusterhausen und die Berliner Charité gehörten bislang zu den dankbaren Abnehmern der kostenlosen Herzkissen. Eine Krankenpflegerin der Klinik Köpenick, die an diesem Tag zufällig vor Ort ist und von der Aktion erfährt, greift dann spontan ebenfalls zu. Nehmen Sie ganz besonders als Lagerungskissen, wenn die Hände eben so dick werden oder so, sodass die eben vor allen Dingen auch mit nach oben gelagert werden. Ne? Nicht so als Kuschelkissen so, sondern viele legen die unter die Hand, dass einem die Hand dann abschwillt. Wieder eine neue Funktion kennengelernt. Ja. Und dann bedanke ich mich im Namen der Kollegen, Kolleginnen und der Patienten für die liebevolle Arbeit hier. Ja? Danke. Eine extra Portion Motivation für die fleißigen, ehrenamtlichen Herzkissennäherinnen. Jede Hand wird gebraucht und da ich immer gerne gebastelt habe und auch noch bastle, manchmal habe ich mich bereit erklärt, bin aus Berlin mit meiner Tochter hierher gekommen. Es macht mir Freude. Ich habe das bei einer Freundin gesehen im Netz und habe da einfach mal nachgefragt, weil ich schon mal vom Jahr selber ein Kissen genäht für eine Freundin, so ein Herzkissen. Ich habe mit der Charité ein bisschen beruflich zu tun, mit dem Achenbach-Krankenhaus, da ist meine Tochter geboren und da habe ich gedacht,
Vor allem nicht. Schnee gerne. Kann man gerne hier mal mitmachen. Und deshalb bin ich heute hier. Wir haben eine Gruppe, die näht. Und in der Gruppe haben wir jemanden, der sich schon seit Jahren, ja Claudia, schon seit Jahren für diese Näherei hier interessiert, also hier unterstützt. Und die hat uns praktisch, hat das promotet. Ihren Ursprung hat die Herzkissenaktion in den USA. 2006 brachte eine dänische Krankenschwester die Idee nach Europa. Und die begeistert nun auch hier. Wir sind wirklich erfüllt von so vielen helfenden Händen, die heute hier mit uns das leisten. Weit über 1000 Herzkissen kommen an diesem Tag zusammen und es wird wohl weitergehen, weil leider der Bedarf da ist und zum Glück zugleich die Motivation der fleißigen Ehrenamtlichen nicht ausgeht.